Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Phasmophobia. Hallo. Warum machst du das immer so komisch? Wir sind, weil ich gesehen habe, das sieht voll bescheuert aus, aber irgendwie finde ich das witzig. Und dann habe ich mir gedacht, ich mache das einfach, weil es ist Phasmophobia. Und Seven Days to Die moderiere ich auch irgendwie immer gleich an. So, wir sind nämlich heute im Steven Cordero, im Blaisdell Farmhouse. Mit dem lieben Steven Cordero. So, 5 Minuten Vorbereitungszeit haben wir wieder mal. Taschenlampe haben wir. Jasmin, lebst du noch? Ja, ich habe mir kurz was angehört. Okay. So. Ich habe mir gar nichts eingepackt. Das. Das. Was nehme ich noch? Ist ja eh alles doof. 5 Minuten Vorbereitungszeit beginnen ab. Ja, schon die ganze Zeit, Mensch. Beruhige nee, dich, sonst schlage ich läuft dich. Läuft noch nicht. Jetzt läuft der Timer. Okay, und Licht an. Hallo. Und Licht an. Ist hier jemand? Hallo. So, wir haben Antworte den Cordero. Mir. Kannst du so ein bisschen mexikanischen Akzent nachmachen? Nüpp. Halloa. Halloa? Ist hier jemand? Halloa. Gib mir ein Zeichen. Hallo. Wir sind invasive Deutsche auf Hawaii. Halloa. Hallo. Erstmal die Sprache mixen. Wo sind sie? Hallo? Sein Name ist Steven. Steven. Oh, hier geht's wieder raus. Stimmt, das war ja mit diesem Hinterraum hier. Hallo. Ist hier jemand? Oh, hier liegt ein Hackebell. Ja, ist alles Holzfällerlager. Warte, ich bin draußen. Hallo. Hier ist eine Tür auf, das war ich nicht. Ist hier jemand? War ich das? Warst du das? Hey, ich bin nur unten. Ja, hier steigt die Temperatur. Ne, ich bin Hallo? Auch unten. Ist hier jemand? Boah, so schön ausgeleuchtet hier. Wo bist hier. Du? Die weißen, die hell gehaltenen Wände reflektieren das Licht so schön. Da geht's nach draußen. Geht's hier nach draußen? Mhm. Ja, ne? Ah ja, genau. Mhm. Ich geh mal oben gucken, ja? Hier ist die Voodoo-Puppe. Ah, hier? Bist du oben? Hast du nicht gesagt, du bist unten? Ich war unten. Hm. Also mit dem EMF-Reader, da stößt du hier gar nichts auf, glaube ich. Hallo? Hallo, Steven. Ist hier jemand? Gib mir ein Zeichen. Boah, jetzt geht das schon wieder so. Warst du schon auf dem Dachboden? Nein, war ich noch nicht. Hallo, Steven. Ist hier jemand? Hallo? Hey, hallo, Steve. Hallo? Ja, deine Klobrille nicht runtergemacht. Steve. Nee, ist ja gar nicht Steve. Hallo, ist hier jemand? Hallo. Dass ich da einfach nicht runterspringen kann. Gib mir ein Zeichen. Oh, das wird ja wieder hier grandios. Hallo? Steve? Toll. Steve? Hallo? Ist hier jemand? Gib mir ein Zeichen.
Oh, ich mach die ganze Zeit Walkie-Talkie. Hallo! Hä? Nein, machst du nicht. Nee? Nein. Sound good. Hallo, ist hier jemand? Steve? Uhu. Steve? Ich dachte, ich kann mich durch dein Headset hören. Das ist nicht lustig, Steve. Hallo, Steve. Das ist überhaupt nicht funny. Frisch. Fisch. Hallo, gib mir ein Zeichen. Ist hier jemand? Hallo? Bist du hier? In meinem... Warst du das? Was denn? Ich bin... Oh nein! Oha! Ich weiß nicht, wo ich rauskomme. Ja, warte, ich mach das Licht wieder an. Kein Grund, sich im Schlüpper zu machen. Ich weiß, wo der Stromkasten ist. Da ging eine Tür zu, wo ich war. Auf jeden Fall in der Küche. Ich bin schon draußen. Oh, Alter, ich hab Schweißausbrüche. Ja, doch, hier war der Stromkasten. So. In der Küche musst du mal gucken gehen. Oder auf dem Dachboden. Also bei mir in der Küche ging gerade eine Tür zu und dann ging das Licht aus. Hast du gerade geklopft oder so? Nein. Wie sieht die... Du bist im Van, ne? Nee. Wo bist du? Steht vor der Tür. Okay. Die Tür ist offen. Ja. Aber ich kann ja mal gucken, hast du Kamera aufgestellt? Nee. Na, natürlich nicht. Ich laufe hier immer noch mit dem Thermometer rum. Dann geh mal in die Küche. Auf dem Dachboden habe ich... Geh du doch in die Küche. War ich doch eben. Ja, geh wieder hin. Ich muss erstmal hier die Treppe finden. Hier. Gibt ja nur eine Kamera draußen. Hey, wieso komme ich hier nicht rum? Ah, oh Gott. Argott. 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 Margott. Also auf dem Dachboden hatte ich 15 Grad und hier habe ich 20, wenn ich jetzt den Flur runtergehe. Mhm. Bin so minimal an mich verlaufen. Aber ich war doch schon in der Küche und da ist ja nichts gewesen. Da ging auf jeden Fall die Tür zu. Hallo. Oder irgendeine Tür hat sich da bewegt. Nö. Ja doch. Nein. Hab das doch gehört. Nein, hier drin steigt sogar die Temperatur. Ich habe im ganzen Haus 20 Grad, außer auf dem Dachboden. Da sind 15. Ich nehme mal den Dots-Projektor mit. Für den Dachboden. Aber ich platziere da keine Kamera, damit du dich nicht wieder im Van verkriechen kannst. Mhm. So. Ich sehe gar nichts, ey. Wow. Wow. Hier geht eine Tür, sag ich doch. Wo denn? Ja, hier irgendwo. Ja, hier gefriert, hier friert's auch, mein Atem. Wo bist du? Ja. Hier. Etwas präziser. Neben der Küche da in dem Raum. Neben der Küche in dem Raum? Aber da hatte ich auch 20 Grad. Ich hab hier Rauch. Und hier ging auch die Tür auf. Ja. So viel dazu, Patrick. Hm, das ist ja skurril. Ja. Der ist oben. Mhm. Ja, oben habe ich die geringste Temperatur gehabt. Deswegen
Wo? Welche? Hier um die Ecke irgendwo. Die? Nee. Die Außentür vielleicht? Nee, hier hat sich gerade keine Tür bewegt. Muss ja die gewesen sein, wo du gerade drinne bist. Ich laufe hier gerade mit dem Punktelicht durch. Ich sehe gar nichts. Gehört das Badezimmer vielleicht damit zu? Ja, da war ich auch drin. Da hatte ich auch Rauch. Also. Mief. Ja. Dein Mief. Mit dem Dotzlicht sehe ich ihn jetzt nicht. Sehe ich auch keine Fingerabdrücke oder so. Ich habe halt Mief-Atem. Mief-Atem, wie sieht das an, Herr D? Hast du das Licht angemacht? Welches? Nein. Oh, cool. Danke. Danke, Steve. Steve. So. Na gut, ich würde sagen, wir holen erstmal Equipment rein. Gucken, was wir denn da noch aufbauen können. Also Buch, Box. Was haben wir noch nicht drin? Das Thermometer kommt wieder rein. Box hab ich, stimmt. Funny. Sachen gibt's. Lustig. Wann das? Ich war aus der Puste, weil ich fett bin. Ja, nehme ich erstmal das Buch und das Thermometer mit. Ja, du hast jetzt die Box und Knicklicht, ja? Okay. Steve, kannst du mit Jasmin reden? Schön, ich bleib stehen. Was war das für ein Geräusch? Ich bin hier weg. Wo ist denn das Licht? Wo kommt das Licht? Mach doch Licht an. Ich geh raus. Oh Gott, ich hab Gänsehaut, ey. Was war denn das? Das ist aber ein neuer Schrei. Nee, das war einfach nur Steve. Der hat sich vorgestellt. Nee, das war ist ein neuer Schrei. Oh, Alter, mein Herz, ich hab Schweißausbrüche. No risk, no fun, ne? Wir haben Werdezeuge eines Geisterereignisses, haben wir. Ja, er hat sich ja gerade vorgestellt. Aber warum hat er so eine weibliche Stimme? Hat er doch nicht. Ist egal, ich frag nicht. Doch. Du hättest ja gesagt, es ist das Jahr 2023. Steve kann sein, was auch immer Steve sein möchte. Ja, hör auf, ey. Hast du die Kamera schon aufgestellt? Nee. Warte. Wir haben Gefriertemperaturen. Oh, der Boy wieder was rausgefunden. Nee, Kamera steht noch nicht. Ich hab rausgefunden, wo der war, ja, also bitte. Du hast minimal geholfen, für mich da den Fall quasi aufzuklären. Minimal vor allem. Gefriertemperaturen. So, die haben wir schon mal. Bin auch soweit empty. Ja, deine Sanity auch gleich. Wieso, wie viel habe ich noch? 30. Das erklärt seine Aktivität. Wieso habe ich so wenig und du so viel? Keine Ahnung, ich bin genauso viel drinne wie du. So. Was kannst du noch was mitnehmen? Wer so sagt, ist noch lange nicht fertig. Kannst du den Dots noch wer mitnehmen? Wer so sagt, ist noch lange nicht fertig. So, ich habe beide Kameras. Das nochmal schnell aufbauen. Jetzt willst du da rein? Ja. Ist doch ganz unten die Linie.
Noch. Auf null. Warte, komm hier lang. Wir gehen außen rum. Warum? Es regnet. Da musst du nicht durchs ganze Haus gehen, Jasmin. Was ist dir lieber? Ein grippaler Infekt? Wegen ein bisschen nasser Haare? Guck mal, sieht fast so aus wie dein Deko hier. Ja, stimmt. Das ist fast wie das, was ich gebaut habe. Cool. Meins ist cooler. Schubst er mich da weg und dann komme ich nicht rein. Eine unüberwindbare Treppe. Wo soll denn der Dotz hin? Oh, er hat einen Strom ausgemacht. Ich dachte hier vorne, wo wir Begegnung hatten. Hast du die Tür aufgemacht? Ja. Wo bist du nochmal? Telefon! Ich bin gerade bei Steve. Okay, Jasmin, ich hätte den Dotz gerne bei der zweiten Kamera. Wo ist sie? Rechts auf dem Tisch. Also wenn du den rechts? Flur entlang gehst, da wo wir Steve getroffen haben, da ist so ein kleiner Tisch beim Badezimmer. Ich sehe nichts. Ich würde jetzt einmal außen rum gehen und oben den Strom wieder anstellen. Ja, ich sehe trotzdem nichts. Okay. Oh, Gottes Willen. Wieso muss ich eigentlich den Strom anmachen? Du hast viel mehr Sanity. Oh, der wird wahrscheinlich mich jagen. Hast du ihn dort schon platziert? Nee. Achso, ja gut. Bist du im Haus? Nein, ich warte, schön, bis hier Strom kommt. Ja, danke dafür. Wieso? Die Tür ist doch noch auf. Geh mal quasi halbtot hoch ins Haus und mach mal den Strom wieder an, während ich hier draußen so warte. Wo war das jetzt? Wenn du den Gang entlang gehst, ist doch rechts dieses Badezimmer. Ich sehe immer noch nichts. Da ist so ein kleiner Tisch und da drauf ist die Kamera. Ich sehe aber nichts. Dann ist der Lichtschalter auch aus. Bist du drinne gegangen eben? Ja. Mhm. So ein Knatschen meinst du, ne? Nein. Ja. Steps. Ja, ja. Bin gerade die Treppe runtergeeilt. Ja? Also. Licht ist wieder aus, ne? Nee, aber der IMF hat geknarrt. Hast du raufgeguckt? Nee. Der hat aber geknarrt. Okay. Alter, ich hab Schiss. Ich. Kannst du so abschätzen, wie stark der geknarrt hat? Keine Ahnung, ich hab Schweißausbrüche bei diesem Spiel ständig. Hat er die Kamera umgeschmissen? Ich weiß es nicht. Die liegt kopfüber auf dem Boden. Ja, toll. Und ich gehe da erstmal rein, oder was? Nice. Hat er ja gut gemacht. Ja. Ja. Okay. Du kannst den deinen Monitor einfach auf den Kopf stellen. Ich kann nur einen Handstand machen. Ja, oder das? Hast du zwei Kameras? Nee. Ne, sicher. Aber mit der hier, da war jetzt eben gerade nichts zu sehen. Keine Dots, keine Orbs, ne? Aus der Perspektive. Meinst du, wir können noch mal zu zweit reingehen? Oh, ey, kill mich doch nicht. Ich will die andere Kamera anders platzieren. Die liegt nämlich hier unten. Der jagt, wenn der uns jagt, geht er sowieso auf dich. Ja, ich weiß. Mir gefällt der Plan auch nicht. Aber wir haben ja nichts außer Gefriertemperaturen. Und EMF. Nein. 5? Keine Ahnung. Ja. Das hat auf jeden Fall geknarrt. Weißt du, ich stehe jetzt schon wieder hier vor dem Raum und bemerke, ich bin allein. Ja. Du gehst nicht rein? Doch, gleich. Okay, ich warte auf dich. Ja, okay. Ich wollte nur gucken, ob doch vielleicht noch mal ein paar Orbs kommen.
Scheint nett so. Ist auch sehr aktiv, ne? Ja, der ist sehr aktiv. Oh, ich will da nicht rein. Vielleicht hat er ins Buch geschrieben. Gehst du durch die Haustür oder außen? Nee, außen? Ja. Ja. So, Smoky. Ah ja, da kommt sie schon. Voller Tatendrang. Was wolltest du jetzt machen? Die Mut der Mut steht dir ins Gesicht geschrieben. Ich wollte die Kamera hier anders platzieren. Oh Gott, das ist... Alter, hier unterm Tisch sind Stiefel. Oh Gott, Junge, ey. Ja, wo ist die Kamera? Ah, hier. Ah, hier? Kann ich die auf dem Holzhaufen platzieren? Jo. Und einen Dotz. Auch. So, jetzt aber raus. Ja, ja, ich krieg schon wieder hier Mief-Atem. Ja, aber jetzt hat der mir gerade nichts angezeigt bei IMF. Ich kann leider auch, ich kann nicht lange drinnen bleiben. In dem Raum. Das ist jetzt ein bisschen ärgerlich. Ja, kaum, dass ich reingehe, ist auch gleich wieder Aktivität. Schon wieder umgehauen? Oder hast du die falsch hingelegt? Nee. Was hat der gegen deine Cam? Der hat beide umgeschmissen. Vielleicht hast du die auch falsch hingelegt. Nein, du kannst sie ja nicht kopfüber hinlegen. Was hat der für ein scheiß Problem? Big Brother is watching you, Bruder. 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 Abi. Ja, wieso schmeißt denn immer meine Cams weg? Gibt's irgendeinen Geist, der sowas macht? Jin, Shade, Oni, Zwilling? Ja, will ich gerade gucken, ey. Geister. Jin. Da. Ein Djinn ist ein territorialer Geist, der bei Bedrängnis angreift. Er ist ebenfalls bekannt dafür, sich mit hoher Geschwindigkeit zu bewegen. Stärken, ein Djinn bewegt sich schneller, wenn sein Opfer weit weg ist. Dem Ort seine Stromquelle zu entziehen, hindert den Djinn am Nutzen seiner Fähigkeit. Macht ja mal selber das Licht aus, ne? Dann hatten wir noch Oni. Oni lieben es, ihre Opfer in Panik zu versetzen, bevor sie angreifen. Sie werden häufig in ihrer körperlichen Form gesichtet, wenn sie ihr Revier verteidigen. Wenn Menschen in der Nähe sind, werden Oni deutlich aktiver und zehren am Geisteszustand aller um sie herum, wenn sie erscheinen. Sie verschwinden weniger häufig, wenn sie ihre Beute jagen. Da wäre es aber der Dotz-Projektor. Willinge. Es wird berichtet, ja, dass die Geisterhandlung anderer nachahmen. Sie wechseln ihre Angriffe ab, um ihre Beute zu verwirren. Jeder der beiden Zwillinge kann verärgert werden und einen Angriff auf seine Beute starten. Ja, weiß ich nicht, ob die... ja, der Shade wird es nicht sein, also den glaube ich nicht. Yurai Hantu Onryo. Yurai... Yurai haben einen stärkeren Einfluss auf die Sanity von Menschen. Das würde auf mich passen. Ja. Ja, sonst hast du eigentlich keine wirklich brauchbaren Tipps bei dem dabei. Handtuch. Bei niedrigen Temperaturen können sich Handtuch schneller bewegen. Ein Handtuch bewegt sich in wärmeren Bereichen langsamer. Kälte macht ihn aggressiver.
Aggressiver. Aggressiver. Das ist alles nicht so doll hier von den Beweisen, ne? Ich finde, die sind auch ziemlich schwer und irgendwie weiß ich nicht. Zu ermitteln. Finde ich. Man sieht nichts, weil die blöden. Geh mal rein und bedroh mal den Geist. Nö. Wenn es nur Onryu ist, der jagt weniger Orion. gerne, wenn er bedroht wird. Wie soll ich den denn bedrohen, da ich, ey, du Affe oder was? Ja, genau so, Jasmin, genau so. Und dann kommst du mit so Sachen wie: Schmeiß dich raus, verpiss dich, ich rufe die Ja, Polizei. also, bitte. Woher haben Sie diese Nummer? Rufen Sie hier nie wieder an? Das ist ja doof, ey. Ja, blöd ist jetzt halt auch, du hast keinen Dotz. Ja, richtig. Den hat er ja auch Richtig. Richtig für geschmissen. ein. Da siehst du Oh, nichts. falsch. Ja, müssen wir reingehen, ob wir wollen oder nicht. Dotz. Hä? Wo hast denn du da Dots gesehen? Warte, ich versuche mal da meinen Punkt zu platzieren. Da. Da waren eben Dotz. 100%. Dot. Juraj oder Oni? Oh, das ist ja endlich eingegrenzt. Juraj, nochmal von vorn. Sanity von Menschen. Da wären es jetzt noch die Orbs. Und der Oni. Ja. Wenn Menschen in der Nähe sind, werden Oni deutlich aktiver und zehren am Geisteszustand aller um sie herum, wenn sie erscheinen. Ja, was hat der noch? Ja, das war's. Nein, Ach so. was? Er guckt doch nach. IMF 5. Ich denke auch, dass das der Uni ist. Dann. Aber ich habe jetzt keinen Dots gesehen. Ich habe eingesehen. Ja, das sagt nicht viel. Hä, bist du drinne? Ja. Kann man jetzt besser gucken? Nee. Okay, Die liegt warte. auf dem Boden. Ja, die rutscht hier gerade weg. Oh, ich kriege die nicht gegriffen, weil die sich bewegt. Okay, und jetzt? Hä? Du laberst doch Scheiße, ey. Du Blödmann. Hat er die umgeschmissen, die Sau? Naja, ob ich dir vertrauen kann, ich weiß ja nicht, ey. Ja, willst du noch mal rein? Nö, nö. Also ich glaube, ich könnte nicht. Ich auch nicht. Schieße ein Foto vom Geist. Vielleicht kriege ich das noch hin. Nee, mit So, meiner. ach, drauf geschissener. Mal ein bisschen Was ein. Action reinbringen hier ins Game. Ja, mach mal. Ich nicht. Ich scheiß mir in die Hose. Ist nichts für mein Herz, ey. Oh, Licht ist wieder aus. Okay, ich muss erstmal hoch. Ich muss erstmal Licht anmachen. Oh. Gleich bist du tot. Oh. ICQ-Nachricht. Oh. Oh, die Aktivität fängt an, mehr zu werden. Schön. Ist einfach schön. Jo, finde ich auch. So, Strom ist an. Wo ist der Strich? Auf der Straße. Boah. Bei 2. Jetzt geht er wieder runter. Oh, cool. Du bist bei Auf der 16. Straße. Das ist aber hart, Jasmin.
Na, der Markierungsstrich da, der fahrbar. Ja, genau. Zehnmal den. Ja, wir wissen alle, was du meinst. Ich hab das gar nicht gecheckt eben. Ich hab eben überlegt, hey, ist doch auf der Straße. Ich hab die Straße vor Augen gehabt. Mm. Aber nicht das andere. Ja, ja. Ist ja ulkig. Nix, ja, ja, ist so. Geil, ich schlaf gleich ein, ey. Strom ist aus. Oh mein Gott. Kannst du reingehen? Nein. Steve! Den, wir haben einen Geist jetzt. Steve! Steve! Börkel. Börtel? Börtel? Mörtel? Was ist das? Bist du das mit der Taschenlampe? Das sieht lustig aus, ey. Auf der verkehrt rum Kamera. Auf der voll verkehrt rum Kamera. Na, jetzt geht der Strich auf 6. Oh. Steve! Auf 5. Steve! Auf 0. Echt jetzt? Oh, auf 10. Ja, ja, ja. Hallo, Steve, du hast mich ausgesperrt. Steve, ich komm nicht. Ja, endlich machst du mal die Tür auf, du alter Haudegen, du. Ich weiß nicht, ob ich da wirklich ein Foto machen will. Sobald ich reingehe, bin ich tot. Yep, deine Sanity ist bei 16. Mhm. Aber kommt er wenigstens. Aber er kommt ja nicht zur Tür. Mau. Aber wie schnell der aufgehört hat zu handeln, als er gemerkt hat, ich bin nicht drin. Steve! Jetzt ist er bei 6. Steve! Jetzt ist er bei 2. Ja, weil ich gerade wieder rausgegangen bin. Jetzt ist er bei 0. Oh Gott. Steve! Warum bin ich da gar nicht drin zu bleiben? 0, 0, 1. Ich war noch auf 1. Steve! Komm schon! Steve! Ich trau mich da nicht mehr rein. Ich hab zu wenig Sanity. 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 Steve! Oh Gott, was war das denn? Panischer Schrei. Irgendwo draufgetreten oder was, ey? Absolut maskulin, als sich die Hoden nach innen gezogen haben. Hoden. Hoden. Aua. Jetzt hab ich meine Kopfhörer gehauen, ey. Alter Hodendegen. Oh, Hoden-Ding. Ja, nee, warum? Da kommt der Plan. Ich hab zu wenig Sanity. Ich hab zu wenig Sanity. Fahren. Hast du eingetragen irgendwas? Warte. One moment, please. Ja, ich habe den Oni. Ich kann halt echt nicht mehr rein. Du kannst noch rein. Na. Du hast 71. Wir fahren wieder zurück. Och, nee, du. Alter Schissbolz. Man müsste den. Oh, cool, das geht. Man müsste diesen Van abschaffen. Nö. Doch. Nö. Hier fühle ich mich sicher. Man dürfte nur im Haus sein. Man dürfte nicht mal rausgehen dürfen. Mhm. Das wäre gut. Da bin ich ja gleich tot, ey. Und es war bestimmt nicht der Oni. Oh, doch. Ja. Nee, das Wahnsinn. Mit dem Uni habe ich mir schon gedacht, aber ich hätte gern das Foto noch gemacht. Hm, hast du aber nicht. Nee, habe ich mich nicht getraut. Oh, bisschen. Alles klar. Bisschen das war's von uns für heute. Wir sehen uns das nächste Mal gerne wieder. Schaltet wieder ein. Wir würden uns freuen. Bis dann, macht's gut. Bis dann, macht's gut. Ciao.